Jo, hallo, willkommen zum kleinen Zwischenvideo. Ich befinde mich gerade in einem Match im Solo-Abenteuer, eine Dings-Herausforderung, und bin gerade in einer ziemlich sinnlosen Situation gelandet. Ihr seht, mit Alex Trasser kann ich jedes Mal wieder auf 15 Leben hochheilen. Er hat alle Karten voll und macht immer denselben Scheiß. Jetzt greift er mich wieder mit allen an. Überlebt mit 5 Leben. Was kommt nun? Richtig. Wo hab ich denn jetzt wieder? Da, Alex Trasser. Zack, wieder 15 Leben rein. Und das geht jetzt bis ins Unendliche so weiter. So, wieder zurück. Er greift mich wieder an. Hat aber nicht keine 15 Leben auf dem Feld. Ja. Läuft. Und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Ich bringe Leben. Ich lasse euch jetzt einfach mal mit teilhaben. Mal gucken, wie es ausgeht. Wenn ich das so sehe, werde ich wahrscheinlich verlieren, weil er hat mehr Karten als ich. Doch. Leider. Obwohl, ich glaube, ich werde ja extra wahrscheinlich gleich verlieren, oder? Wenn ich dann nämlich keine 50 Karten mehr auf der Hand haben kann. Meine Hand ist zu voll. Genau deswegen. Ich bringe Leben. Gut, doch, geht da weiter. Naja, es scheint sich dann mal einfach weiter fortzusetzen, ne? Meine Hand ist zu voll. Ich zieh's jetzt einfach mal durch, mal gucken, wie es endet. Wird für euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig sein. Aber ihr könnt ja vorspulen. Ich muss es jetzt erstmal durchstehen. Es ist so sinnlos, diese Situation. Meine Hand ist zu voll. Normaler Mensch würde natürlich die ganze Fähigkeit jetzt nicht mehr aufzaubern. Und so könnte die Situation entgehen, aber so ist jetzt halt natürlich... Das Problem ist halt auch, ich ende mit 5. Das heißt, er macht mir wirklich 10 Schaden pro Zug. Ich muss also jedes Mal extra das Spiel, sonst sterbe ich. Tja. Meine Hand ist zu voll. Na, ich verliere jede kleine Karte. Ich bringe Leben. Los. Immer derselbe Zug, den ich mache. Jetzt verliert er auch schon seine Karten. Um jetzt zu sehen, er hat mehr Karten auf der Hand. Meine Hand ist zu voll. Ich weiß nicht, ob ich zuerst verliere oder... Ich glaube aber, ich werde verlieren. Weil er hat halt auch noch Schaden auf dem Feld. Das ist halt so das große Problem. So sinnlos. Meine Hand ist zu voll. Oh, schade, hätte ich wenigstens spielen können. Ich bringe Leben. Hätte ich noch eine Einerkarte gekriegt. Oh, das ist nervig. Meine Hand ist zu voll. Ich bringe Leben. Und wir fassen da den Extraser-Effekt ziemlich häufig. Ja, Gespräche ist auch nicht wirklich. Ich bringe Leben. Ich würde später gerne mal sehen, im Leben geheilt. Bestimmt einiges. Jetzt einfach, er müsste eigentlich nicht die zuerst haben, sondern einfach damit Alex Trasser angreifen, fertig. Jetzt habe ich ihn besiegt direkt. Aber das ist halt der, der macht halt nicht, der... Der checkt dies halt nicht. Ich könnte einen Kelch gebrauchen. Hab nicht genügend Mana. Ja.
So wird das wohl nichts werden. Aber es ändert sich. Jetzt geht's gleich in Richtung Ende. Oh fuck. Ich bringe Leben. Na, ich schätze mal, ich werde es nehmen, weil ich krieg viel früher den Schaden. Ich würde eher jetzt am Anfang mit Schaden. Ich glaube, dann könnte ich das tatsächlich sogar gewinnen. Aber dadurch natürlich verliere ich. Jetzt geht's los. In 4 Runden bin ich tot. Ich bringe Leben. Sobald das nämlich den Schaden von 5 erreicht, ist Ende für mich. Jetzt wird es mir nämlich 2 Schaden. Ne, ich verliere das auf jeden Fall. Was? Ich bringe Leben. Jetzt kann ich ihm zwar Schaden, aber ich schätze mal, ich werde es trotzdem nicht überstehen. Zumindest nicht, ich muss gleich. Wenn ich jetzt 4 Schaden kriege, dann mache ich jetzt was, muss ich gucken, was ich anders mache. Eine Runde überstehe ich noch. Ich 4 Schaden, danach muss ich was anders machen. Jetzt ziehe ich andere Karten. Ich müsste ihn also jetzt sozusagen 11 Schaden rausdrücken. Ich muss in der nächsten Runde irgendwie instant 11 Schaden drücken, sonst habe ich verloren. So, aber jetzt gesehen, eine Runde mehr, ich bin tot. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Nein, keine Chance. Meine Augen sind offen. Ich bin die Klinge der Götter. Oh, oh, cooles Ausgabe, ich verliere jetzt, glaube ich, Er kriegt zwar 3 schöne Schaden, aber... Das ist übrigens das Todesgeräusch von Dings. Das war's jetzt. Jetzt tötet er mich natürlich. Schade, 10 Schaden reicht locker hin. Hat's versucht, aber wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal Alexstrasza gespielt hätte, wäre ich danach perfekt gestorben, also nichts gebracht. Ich hätte nicht auf früher reagieren müssen, jetzt habe ich sowas geschafft. Alter, spiel mit dem ja nie. Naja. Ich hoffe, es war mal ganz witzig, das Video mal zu gucken, aber ich jetzt einfach mal zeigen, was so eine Situation war. Bis dann, ciao.